Hallo zusammen, mein Name ist Leroy und jetzt treffe ich Omid Nuripur. Er ist Sprecher für Außenpolitik bei den Grünen und seit 2006 Teil des Bundestages. Mit 11 Jahren emigrierte seine Familie aus Teheran nach Deutschland und ich bin sehr gespannt, was er heute zu erzählen hat. Viel Spaß euch bei diesem Interview. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich den Omid neben mir. Herzlich willkommen, ja, hier auf diesem Stuhl. Danke, dass du da bist. Ich werde dir heute einige Fragen stellen und ich hoffe, du bist bereit. Ich bin immer bereit. Du bist immer bereit, okay, dann legen wir direkt los. Ich bin jetzt schon das ganze Wochenende hier und mächtige Männer müssen scheinbar immer Anzüge tragen, so wie du halt. Warum ist das so? Ich mache das aus einem zentralen Grund, der nicht derselbe ist, wonach du eigentlich fragst. Ich mache das, weil ich auf internationaler Bühne als Volksvertreter 80 Millionen Leute vertrete. Und deshalb, es gibt 3 Orte, wo ich so rumlaufe. Das ist Ausland, wenn ich auf Auslandsreisen bin, dienstlich. Das ist das Plenum des Deutschen Bundestages und das sind solche Konferenzen. Weil man ja, also ich vertrete dich da. Willst du, dass ich da so rumlaufe wie du und dein Bild repräsentiere? Wäre schon cool. Ja, wäre cool, aber nicht auf Dauer. Okay. So, ja. Aber ehrlich gesagt, Krawatte ist nichts Schönes und nichts Tolles. Und deshalb, ich schwöre, wenn das vorbei ist, werde ich verbrannt. Mit verbrannt. Okay. Jetzt hatte ich vor ein paar Minuten erst Cem Özdemir genau da sitzen. Und wie war das? Ja, das war lustig. Der hat mir erzählt, dass er schon mal gekifft hat. Und jetzt muss ich dich natürlich fragen, was ist deine größte Sünde? Seit wann ist dem Kiffen Sünde? Also, ich habe in meinem Leben ehrlich gesagt 2-mal nur gekifft. Okay. Einmal war ich so besoffen, dass es danach nicht so lustig war. Also so magenmäßig. Kann passieren. Das zweite Mal hatte ich ganz andere Erfahrungen gemacht mit ganz anderen Sachen. Da fand ich Kiffen nur noch langweilig. Okay. Was ist meine größte Sünde? Meine größte Sünde ist, dass ich nicht zugelassen habe, dass mein Verein beschissen wurde in Rostock 92, sodass wir die Meisterschaft nicht bekommen haben. Was ist dein Mafia, Verein? Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt. Ja. Was hättest du dagegen machen können? Die Schale klauen. Und die gehört uns bis heute. Bis heute, jo. Ja. Da gehen wahrscheinlich die Meinungen auseinander. Nein. Aber nein, auf gar keinen Fall. Okay, du bist ja jetzt hier auch als Politiker und du beschäftigst dich viel mit Kriegen in unserer Welt und das Ding ist aber, hier in Deutschland geht es uns ziemlich, ziemlich gut. So, also ich habe jetzt selber auch noch nie Krieg mitbekommen. Ich bin 96 geboren, aber was geht mich... Ja, wann denn 96? 96? Ja. Nochmal? Wann 96? An Silvester. Also Anfang des Jahres. 1.12. Okay, da hatte ich noch kein Abi, jetzt fühle ich mich nicht so alt. Alles klar, okay. Ich möchte wissen, was kannst du mir sagen, was gehen mich die Kriege unserer Zeit an? Das ist extrem, extrem ernst. Und das ist jetzt echt schön und spaßig mit dir, aber das ist wirklich das ernsteste Thema der Welt. Und das meine ich so. Ich bin selber im Krieg aufgewachsen. Ich bin im Iran aufgewachsen bis 88. Und ich bin nach Deutschland emigriert, quasi nachdem der Krieg vorbei war. Ich habe das alles erlebt, wie das ist, wenn man in den Bombenbunker reinrennen muss, mitten in der Nacht aufgeweckt wird als Kind und da reingeschoben wird. Wobei Bunker hatten wir nicht, wir sind in den Keller gegangen oder unter Treppen oder so, wo man halt statisch das Gefühl hatte, das Haus stürzt nicht auf jemanden ein. Wir hatten Alarm von Chemiewaffeneinsätzen. Das war Fake-Alarms, aber es gab Orte, in denen Chemiewaffen eingesetzt worden sind. Wir haben in der Schule Militärkunde gehabt. Ich habe gelernt, wie man eine Waffe auseinanderbaut oder zusammenbaut. Ich glaube, auseinanderbauen kriege ich immer noch hin, aber Gott sei Dank kriege ich nicht mehr zusammengebaut. Wir haben Klassenfahrt an die Front gemacht. Wir haben unsere Eltern angelogen, alle, damit wir das machen können. Wir haben unseren Eltern erzählt, wir fahren nach Nordosten zu einer Pilgerfahrt, zu einer heiligen Stätte. Und waren aber im Südwesten an der Front, um zu sehen, wie das ist, weil wir einen sehr eifrigen Lehrer hatten, der uns auch dann animiert hat. Man muss sich mal vorstellen, 80 Jungs in einer Klasse, die ihre Eltern anlügen. Ja? Was da für eine Massengehirnwäsche ist. So. Und jetzt kommt das Schlimmste. Ich weiß noch, ich war 12. Wir waren da einen Tag in den Schützengräben. Das war Stellungskrieg, da wurde nicht wirklich ernsthaft geschossen mehr. Aber es gab halt dann ab und an Großoperationen, wo ganz viele Leute für nichts gestorben sind. Wir waren vor allem hinten bei der Artillerie. Wir waren auch am Lazarett, haben quasi echte Helden gesehen. Und das, woran ich mich am heftigsten erinnere, ist, wie gut sich das angefühlt hat.
Das aber hat sich gut angefühlt. Ja, klar, das ist so, genauso funktioniert Gehirnwäsche. Ein Zwölfjähriger kriegt das Gefühl, in einem echten Krieg mit einer echten Knarre in der Hand, bei echten Soldaten, dass er ernst genommen wird. Und genauso funktioniert Gehirnwäsche. Und das ist natürlich im Krieg das am allerschlimmsten, weil du dann brainwashed einfach dein Leben bereit bist zu geben für nichts. Krieg ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Es gibt ja diesen alten Spruch, das erste Opfer von Krieg ist die Wahrheit. Das ist nicht falsch, weil Kriege immer aufbauen auf Ignoranz und Lüge, das ist so. Aber Krieg, wenn du mich fragst, erste Opfer von Kriegen sind Kinder. Weil die seelisch und körperlich und familiär und was weiß ich alles, weil die Seelen, weil die Schäden erleiden, Verletzungen erleiden, die nie wieder weggehen. Das wäre jetzt direkt meine spontane nächste Frage gewesen. Was hat das mit deiner Kindheit gemacht? Du bist mit 11 Jahren, dann 13, mit deiner, 13. mit 13 Jahren, okay, mit 13 seid ihr nach Deutschland gekommen. Was hat das mit deiner Kindheit gemacht? Du musst ja, glaube ich, sehr schnell auch erwachsen werden. So. Ja, ich meine, man hat ja, Krieg ist ja alles. Krieg umfasst ja das ganze Leben. Das ist ja nicht nur das Bombenfallen. Das ist ja nicht nur, dass plötzlich ein Klassenkamerad nicht mehr da ist oder sein Vater nicht mehr da ist. Das ist ja auch, dass plötzlich man Schlange stehen muss für Milch oder für Fleisch oder für andere Grundnahrungsmittel. Ja. Ich erzähle mal eine Geschichte, die nicht was mit mir zu tun hat. Schieß los, wir haben die Zeit. Ich war in der BK-Ebene in Libanon. Das ist ja mein Job. Ich besuche ja andauernd Orte, in denen es nicht so super hübsch ist. Oh, BK, das könnte alles so hübsch sein, das ist ja das Schlimme. Ich war bei einer Hilfsorganisation, die haben sich um Kinder gekümmert in einem Dorf. Und bevor ich da reingegangen bin, haben sie gesagt, in diesem libanesischen Dorf, in unserer Einrichtung, hinter dieser Tür sind jetzt, keine Ahnung, 20 Kinder. So zwischen, keine Ahnung, 6 und 9. Und die Hälfte von denen sind Libanesen. Und die andere Hälfte sind syrische Flüchtlingskinder. Und von denen wiederum kommt die Hälfte aus Homs. Homs ist einer der Orte, an dem eins der schlimmsten Blutbäder dieses gesamten fürchterlichen Krieges, das seit 9 Jahren wütet, stattgefunden hat. Im Übrigen ist das nächste Blutbad gerade jetzt in diesem Augenblick unter dem Radar der Weltöffentlichkeit in Idlib. Das ist alles ganz, ganz grauenvoll. Jedenfalls, ich bin da reingegangen und ich habe sofort gewusst, erstens, wer ist Libanese und wer ist ein syrisches Kind, weil die Libanesen haben die besseren Klamotten dann gehabt. Okay. Und zweitens, ich wusste sofort, wer die 5 Kinder aus Homs sind. Weil die haben wirklich das gesehen. Ja, die haben die große Schlachterei gesehen. Die sind gezeichnet gewesen. Da sind kleine Seelen, die Dinge erlebt haben, die eine Seele von einem Menschen nicht aushält. Und das zeichnet dann so ein Kind dann fürs ganze Leben. Also du hast es den Kindern... Das Schrecken war denen ins Gesicht tätowiert. Das ist so furchtbar. Und deshalb, es gibt so viel, was man über Kriege sagen kann. Was aber viel zu wenig vorkommt, ist, wie Kinder darunter leiden. Seelisch, physisch, ökonomisch, unter jeglichen Gesichtspunkten. Aber das ist auch deswegen wichtig, weil wenn wir zum Beispiel darüber reden, es kommen so viele Flüchtlinge nach Deutschland. Was machen wir denn mit denen? Wie können wir denn dafür sorgen, dass sie begreifen, dass Homosexualität hier normal ist? Wie können wir ihnen erklären, dass Antisemitismus jetzt ein Scheiß ist, was nicht akzeptabel ist und so weiter und so fort? Das müssen wir alles machen, aber wir müssen noch berücksichtigen, dass wir über super traumatisierte Leute reden. Und je früher du bei einem Kind anfängst, Traumatisierung zu bekämpfen, desto eher kriegst du auch das tatsächlich aus dem Kind raus. Aber die Namen bleiben fürs ganze Leben. Und das macht jeder einzelne Tag Krieg, macht neue Namen. Boah, ich habe gerade Gänsehaut. Also ganz im Ernst, das ist aber einfach das Schlimmste, was. Das ist aber das hast du sehr gut bildlich erklärt. Jetzt würd ich mir einfach wünschen, wenn das jetzt jemanden irgendwie noch nicht überzeugt hat, dass das für ihn selbst ein Thema ist. Was würdest du sagen, welcher Krieg oder welcher Konflikt, der aktuell wütet, könnte uns auch selbst unmittelbar treffen, sodass wir uns selbst auch darum bemühen müssten? Oh, das sind, ehrlich gesagt, ganz viele. Wir reden ganz viel bei uns, sagen wir mal, da, wo ich sozusagen mit Spezialisten arbeite, wir reden viel über etwas, was wir CNN-Effekt nennen. Das heißt, da, wo ein Spotlight drauf ist, da gucken wir hin. Und wo keins ist, gucken wir gar nicht hin. Deshalb Spotlight, CNN, ja, CNN-Bericht. Ja. So, und das Schlimme ist, wenn wir nicht hingucken, kriegen wir auch keine Instrumente in die Hand, um es zu ändern. Jemen. Der Jemen-Krieg wütet jetzt seit 5 Jahren oder länger.
Wir reden über 21 Millionen Leute, die davon betroffen sind. Über 10.000 Kinder sind verhungert alleine. 14 Millionen Kinder brauchen in Jemen, nicht Kinder, 14 Millionen Menschen in Jemen brauchen täglich humanitäre Hilfe, Essen, Medikamente, damit sie überleben können. Und keine Sau interessiert das, weil der Jemen so abgeschottet ist geografisch, dass da keine Flüchtlinge rauskommen. Deshalb ist es nicht sichtbar. Und meine Sichtbarkeit, klar, ja. So, ja. Eigentlich müsste es uns auch betreffen. Weil wir reden über Millionen von Menschen, die da leiden. Der Syrienkrieg hatte eine Zeit lang eine Mindestmaß an Aufmerksamkeit, aber ehrlich gesagt nicht die ersten 100.000 toten Zivilisten haben irgendwie hier die Gemüter erregt, sondern die ersten 10.000 Flüchtlinge, die angekommen sind bei uns. Aber wir sind als Weltgemeinschaft super verwoben miteinander und alles betrifft uns. Es gibt zurzeit auf europäischem Boden einen Krieg, der läuft, das ist in der Ostukraine. In der Ukraine sind 1,2 Millionen, die Zahl ist jetzt gegriffen, aber über 1 Million Menschen sind im Land vertrieben, sind Flüchtlinge. Wenn die Ukraine irgendwann mal beschließt, dass sie denen nicht mehr helfen können, die Grenzen aufmacht, die sind sofort in Polen und in Deutschland. Ja. So, also wir können uns einfach nicht leisten zu gucken, irgendwo da draußen passiert irgendwas Schlimmes, das geht mich einen Scheiß an. Das ist einfach nicht wahr. Okay, das heißt, um das zusammenzufassen, du sagst, hey, wenn wir erst reagieren, sobald die vor unserer Grenze stehen, richtig, dann tun wir den Menschen absolut keinen Gefallen und uns selber auch nicht. Selber auch nicht, ganz genau. Okay. Wow, Omid, ich glaube, darüber könnten wir safe eine Stunde oder zwei reden. Das ist sehr, sehr spannend gewesen. Jetzt müssen wir einen kleinen thematischen Switch machen, weil ich selbst habe Wurzeln aus Kamerun und du hast gerade schon erzählt aus deiner Zeit im Iran. Und ich selbst bekomme das immer öfter mit, dass ich diskriminiert werde, weil ich der Schwarze bin oder so. Und da würde es mich einfach interessieren, was du selbst vielleicht auch als Erfahrung mitbringen kannst. Was hast du für Erfahrungen mit Diskriminierung und Rassismus gemacht? Ich habe erstens eine privilegierte Stellung als Bundestagsabgeordneter, sodass dass ich mich nicht beschweren kann. Also Leute, die einfach auf der Gasse unterwegs sind, die kriegen das hart ab und können sich ganz anders wehren als oder ganz viel weniger wehren als ich. Aber um die Dimension, ja? Vor ein paar Jahren bekam ich, sagen wir mal, 2 Hass-Mails oder Briefe, meistens anonym, im Monat. Jetzt ist der Schnitt, zumindest bis letztes Jahr gewesen, ungefähr 2 die Stunde, wenn man die Social Media mitrechnet. Die meisten sind auch nicht anonym. Wobei, ich habe gerade im Februar meinen vierten Shitstorm. Das ist nicht alles rassistisch, da sind alles Mögliche dabei. Aber die Rassisten sind immer mit dabei. Okay. Und die Diskriminierungserfahrung ist halt irgendwie, die hatte ich auch vorher. Aber jetzt ist sie halt durch je sichtbarer man ist, desto mehr geht's ab. Und wenn du hier einen Jam sitzen hattest, der kann viel mehr davon. Der Jam ist ja viel berühmter, bekannter und ein Star. Jam war ja der erste, der mit Migrationshintergrund in den Bundestag gekommen ist. War für mich auch sowas wie ein Augenöffner, dass man überhaupt in die Politik gehen kann, wenn man nicht blond und blauäugig ist. Und der kriegt eine ganz andere Dimension an Shitstorms ab. Aber ehrlich gesagt, die meisten sind lustig. Mhm. Über die meisten, du kannst mit dem Morning, meinst du? Ja, die sind einfach so flach, das geht gar nicht. Ich bin aus dem Iran, ja. Die beste Headmail aller Zeiten lautet, das ist jetzt wörtlich und komplett zitiert, du scheiß Araber, geh zurück in die Türkei. Ey, kauf den Globus, Mann. Ja. Es ist einfach komisch. Und ich kann relativ viele solche Dinge erzählen. Die sind, cool. Oder ich rette jetzt das Abendland, aber kann kein Wort kein Satz grammatisch korrekt oder meine Rechtschreibung ist für den Arsch. Wenn du das Abendland retten willst, dann lern doch mal, wie man gescheit Deutsch redet oder schreibt. Also das ist schon lustig. Es gibt auch Dinge, die dann nicht so lustig sind, am schlimmsten, aber wo ich mir dann sage, hey, die schreiben das und das ist, da muss man sich erinnern. Die schreiben so, weil sie wollen, dass ich meinen Job nicht mache. Und es gibt ein super schönes altes Buch von einem deutsch-türkischen Schriftsteller, das heißt, ein gutes Leben ist die beste Rache. Und das muss ich mir immer wieder auch in Erinnerung rufen und das hilft. Es gibt aber noch eine dritte Kategorie, wo nichts hilft und das sind halt Morddrohungen gegen meine Familie. Ich hab diese Woche eine Mail bekommen, in der gedroht wird, in der relativ klar steht, erst werden wir dein Kind umbringen. Mein Sohn ist 10 Jahre alt, okay? So, und das ist dann, das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, wie ich seelisch damit umgehen soll.
Aber ich habe als Bundestagsabgeordneter ein Riesenprivileg. Ich kann für solche Fälle das Bundeskriminalamt anrufen und die checken, ob sie mir jetzt irgendwie helfen. Ich war schon ein paar Mal sogenannt eingestuft. Also ich hatte verschiedene Arten von Personenschutz und so. Das ist kein Spaß, aber die Leute, die da draußen unterwegs sind und das alles nicht haben, die haben auch den Schutz nicht. Und deshalb ist mein, oder was weiß ich, Bürgermeister oder Regierungspräsidenten von Kassel, die auf ihrer eigenen Terrasse sitzen und erschossen werden. Ja, das sind die Fälle, über die man viel mehr reden muss. Die Leute, die haben den Schutz nicht, die haben es weit mehr verdient, dass man quasi die Lautstärke aufdreht, weil ich erlebe das ja zunehmend. Die Leute kommen zu mir und sagen, warum soll ich mich ehrenamtlich engagieren, wenn ich am Ende abgeballert werde? Und das ist nicht der Sinn von ehrenamtlichem Engagement, aber genau dieses Engagement hält ja diese Gesellschaft zusammen. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, da jetzt, spätestens nachdem du das erzählt hast, kann ich mir auch noch viel mehr vorstellen, was für Druck du ausgesetzt bist. Und das schafft, glaube ich, auch nochmal größeren Respekt einfach vor deiner Arbeit. Ja, aber nochmal, den echten Druck haben die keinen Schutz haben. Ja. Und das bin nicht ich. Okay, das heißt, du stehst nach wie vor dahinter und wirst auch weiterhin dein Ding so durchziehen. Ich finde das super, dass du das auch so offen ansprichst. Das war jetzt Tacheles geredet, aber genau dafür sind wir heute hier. Wir kommen jetzt... Was machst du denn sonst? Ja gut, okay, ich mach das schon öfters mal. Aber von Politikern sind wir das nicht so gewohnt. Deshalb vielen, vielen Dank. Entschuldigung. Jetzt schon mal. Jetzt werden wir ein bisschen... Irgendwas war in dem Getränk. In dem Wasser? Ja, natürlich. Machen wir immer. Wahrheitsserum. Ja. Wir werden jetzt Gas geben und einen Fragenhagel probieren. Mal schauen, ob du es schaffst. Was war dein größter Neujahrsvorsatz für 2020? Zwei. Okay. Drei. Okay, mach drei. Ein Vorsatz war, nicht zu lange zu labern. Das hast du hat schon mal nicht geklappt. Nee, absolut nicht, hat nicht geklappt. Der zweite war dieses Thema Kinder und Traumatisierung viel mehr anzusprechen, egal wo ich hinkomme. Das versuche ich oft und das ist wirklich super wichtig. Das dritte ist, das ist auch wieder so politisch korrekt, ist okay. Mach. Das dritte ist, jetzt muss ich wieder ausholen. Die beste Rede des 20. Jahrhunderts mit Abstand war die I Have a Dream Rede. Wenn man sich die Rede genau anguckt, die ist die erste Hälfte ein bisschen solider, aber nicht so historisch. Und wenn man die ganze Rede sich anschaut, ich habe das gemacht, das liegt in der Congressional Library in DC, dann ist das ein bisschen noch langweiliger. Da gibt's auch gar keinen I Have a Dream Part. Das, was er sich aufgeschrieben, mitgenommen hatte, das der Martin Luther King, da gibt's keinen I Have a Dream. Der Mann ist Monate durch die Gegend gezogen und hat mobilisiert, damit wirklich auch 1 Million Leute nach Washington kommen, um für die gleichen Rechte zu kämpfen. Und hatte keine Zeit, sich um die Rede zu kümmern. Seine Organisation NAACP hat ihm eine Rede geschrieben. Die, wie gesagt, nett und solide ist, aber nicht weltbewegend. Okay. Der hat am Abend vorher die Rede gekriegt, ist hyper müde ins Bett gefallen. Am nächsten Morgen saß er mit seinen Getreuen zusammen, bevor sie zum Mall gegangen sind in Washington, hat sich die Rede angeguckt, hat gesagt, geht mal vor, ich will mir noch die Rede angucken, das erste Mal. Er war ja Priester, der konnte ja auch, reicht auch, wenn er zweimal eine Rede sich anguckt, um die geil zu halten, hat er auch immer gemacht. Und bevor er sich die Rede angeguckt hat, ist Michael Jackson zu ihm gekommen. Die beste Gospelsängerin der Geschichte. Und hat gesagt, ich weiß, dass du dir deine Rede anguckst, egal was du nachher sagst, tell him about a dream. Sag ihn von unserem Traum. Und dann hat er sich das angeguckt. Und wenn man das weiß, dann sieht man, der hält diese Rede und dann sieht er irgendwann mal, dass das nicht ist. Und dann legt er das Manuskript beiseite oder hält das Ding zur Seite und dann redet er vom Herzen über den Traum. Okay. So, worauf ich hinaus will, ist, die Geschichte der Menschheit ist komplett voll mit Anekdoten, bei denen Frauen Riesenrollen gespielt haben, aber die Männer die Geschichte geschrieben haben. Und das wäre auch mal nicht schlecht, wenn wir mal gucken würden, was wir eigentlich da falsch gemacht haben. Ich glaube, das ist mein dritter Vorsatz, viel mehr darüber zu reden, was historisch eigentlich von Frauen gemacht worden ist, weil das ist komplett male-washed, wie die Geschichtsschreibung funktioniert. Und das ist scheiße. Okay, ein Mann, der sich dafür einsetzt. Okay, cool. Was willst du jetzt? Nee, ich find's klasse. Ne, aber was ist das für dich als 2020? Ehrlich gesagt, diese Geschichte, ich habe das so groß ausgeholt und einen Vorsatz damit gebrochen, weil diese Geschichte hat mich wirklich auf dieses Thema gebracht. Ja, seitdem versuche ich, dieser Spruch, ich bin zwar nicht deiner Meinung, aber ich würde alles dafür tun, damit ich würde dafür sterben, dass du deine Meinung sagen kannst. Ja? Kennst du? Noch nie gehört. Nee. Das ist wohl berühmt so, außerhalb dieses Raums hier. Und jeder Mensch, den ich da draußen frage, sagt, das ist von Voltaire. Okay. Das ist nicht von Voltaire, ist von der britischen Schriftstellerin aus dem 19. Jahrhundert. Ja, es gibt ganz viele so Geschichten, der Mann war es, der Mann, das stimmt einfach nicht. Okay.
Ja, ey. Finde ich super. Ist ein geiler Vorsatz. Jetzt hast du noch. Das ist ein bisschen kompliziert zu machen. Nee, es hat sich gelohnt. Okay. Jetzt mach ich schneller. Du musst schnell machen, weil jetzt musst du dich in einem Wort beschreiben. Tisch. Okay. Nehmen wir so. Stets bemüht. So, keine Ahnung, es sind zwei Worte. Sind schon wieder zwei Worte. Ja. Ich nehme ich. Ja, ihr könnt auch mal probieren, euch in Hessisch. Einem Wort. Hessisch. Okay, du bist Hessisch. Ayahuasca. Ah, okay, super. Freunde, was sagt ihr zu dem, was Omid gerade von sich gegeben hat? Wir hatten in diesem Interview alles dabei. Wir hatten einen sehr emotionalen Part und später sind wir auch nochmal ernster geworden. Super. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Dankeschön. Und ihr könnt jetzt die Kommentare auseinandernehmen. Was ist eure persönliche Meinung? Denkt dran, wir sind auch immer auf Instagram und Twitter unterwegs mit dem Hashtag YourMSC2020. Und jetzt dürfen wir auch nochmal winken oder irgendwie sowas. Ciao, macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal.